Wir wollen Familien stärken, aber vor allem wollen wir, dass Kinder gleichberechtigte Teilhabe haben, dass Kinder sich wohlfühlen in den Kindertagesstätten, dass Kinder die Chancen, die sie dort haben, für ihre individuelle Entwicklung nutzen können. Und dazu brauchen sie gut ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher. Und sie brauchen vor allem ein Gefühl, dass sie gut umsorgt sind. Und das soll in den Kitas geleistet werden. Und damit alle Eltern sich das leisten können, fangen wir mit 100 Euro Unterstützung bei den Kleinsten an. Kita-Politik ist super wichtig, weil die Kita ist ein Standortfaktor für die Kommunen. Wenn ich gute Kitas habe mit guten Betreuungsangeboten, mit langen Öffnungszeiten, mit flexiblen Öffnungszeiten, dann ist das sehr attraktiv, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu garantieren für junge Eltern. Und das wollen junge Eltern heutzutage. Und deswegen sollten Kommunen ganz, ganz viel dafür tun, so tolle Kitas in ihre Stadt zu holen oder in ihre Gemeinde. Es ist eine gute Sache, weil Eltern direkt entlastet werden. Gerade im Hamburger Rand sind die Gebühren für Krippenplätze und Kitaplätze extrem hoch. Und gerade Eltern mit geringem Einkommen sind angewiesen auf die Direktentlastung. Darauf freue ich mich, dass Eltern direkt entlastet werden können. Eine gute Sache der SPD. Wir haben uns in dieser Legislaturperiode das Thema Bildung als absolute Priorität auf die Fahnen geschrieben. Das fängt natürlich schon bei den Jüngsten an. Mit dem Familiengeld, was wir jetzt vorsehen, mit dem Kita-Geld, haben wir einen Teil Entlastung für Familien vorgesehen, aber natürlich auch die Möglichkeit für junge Familien, ihren Kindern möglichst frühzeitig auch die gesamten Bildungsangebote des Landes zukommen zu lassen. Also ich habe heute in der Veranstaltung gemerkt, dass wir wirklich etwas ganz Großes auf den Weg gebracht haben. Es hat noch nie eine Landesregierung gegeben, die so viel für die Kita-Politik getan hat, aber die auch eben ganz breit angelegt daneben auch noch etwas getan hat, was die Menschen vor Ort und vor allen Dingen die Familien merken. Der Einstieg mit 100 Euro ist wirklich ein guter Einstieg und ich würde mir wünschen, dass wir es hinkriegen, dass die Menschen und die Familien das wirklich auch ganz deutlich merken, indem da möglichst wenig verrechnet wird, sondern dass das Geld dann auch ganz konkret jeden Monat als Geld des Landes auf ihrem Konto ankommt. Daran müssen wir noch arbeiten, dass wir das hinkriegen und dann, glaube ich, haben wir wirklich in diesem Bereich, in dieser Wahlperiode was ganz Tolles geschaffen.